Hier im dritten und letzten Teil geht nun unsere wundervolle Reise zu Ende. Wir staunen nicht schlecht, als wir uns noch einmal die Felsen ansehen, mit ihren perfekten Kanten, ihren sauberen glatten Flächen, die aussehen, als hätte sie jemand feinsäuberlich zerschnitten. Wir sehen Felsblöcke, die anscheinend von irgendjemandem irgendwann einmal bearbeitet wurden. Warum auch immer und vor allem, was war das einmal? Werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ich denke, das ist auch nicht so wichtig. Ich kann nur sagen, dieses wilde Land, dieser beeindruckende Berg Vodavara und dieser mysteriöse Stein Chungkit haben in mir etwas erweckt, das meine Neugierde weiter antreibt. Ich habe das Gefühl, mehr in mir zu sein und Antworten in mir suchen zu müssen. Ja, das ist das, was mir auf dieser Reise passiert ist. Diese Reise hat einiges in mir verändert und ich bin mehr zu der Erkenntnis gekommen, Frieden mit mir selbst zu schließen und alles zu schätzen, was mir in diesem wundervollen Leben auf diesem faszinierenden Planeten geboten wird. Ich werde mich nicht mehr so leicht hinreißen lassen zu beurteilen und verurteilen. Vielmehr werde ich mich fragen, was kann ich für mich und für die Allgemeinheit Positives daraus ziehen. Und dementsprechend werde ich auch danach handeln. Thank you.
Ich glaube, jeden hat diese Reise etwas aufgezeigt, seien es nun persönliche Verhaltens- oder Glaubensmuster. Und ich denke, so mancher wird diese Muster neu überdenken müssen. Somit kann ich nun abschließend sagen, diese Reise hat mich verändert. Ich möchte nun zum Schluss noch einige Teilnehmer zu Wort kommen lassen. Auch ein paar Zeilen, die uns nach der Reise zugesandt wurden, möchten wir hier veröffentlichen. Ich wünsche uns allen hier in diesem Leben, mögen wir das für uns und für die Allgemeinheit Richtige tun. Leben wir in Liebe und Harmonie miteinander. Die Reise hat mir super gut gefallen. Ich bin ohne viel Erwartungen hierher gekommen und habe nicht genau gewusst, was auf mich zukommt und wer dabei ist. Und es war genau gut so, weil ich so viele Eindrücke gesammelt habe, die das hätte ich mir vorher nie vorstellen können, dass ich sowas erlebe. Es waren unglaublich schöne Orte, es waren unglaublich wundervolle Menschen dabei und man kann das alles mit Worten gar nicht so sehr beschreiben, man muss es einfach fühlen. Sowohl die Orte als auch die Kommunikation mit den verschiedenen Menschen, selbst diejenigen, mit denen die eine andere Sprache gesprochen haben. Selbst mit den Menschen konnte man kommunizieren, ganz ohne Worte. Da haben manchmal Blicke gereicht, ein Lächeln. Und das hat einen total viel auch wieder zurückgegeben. Und es war eine unglaubliche Herzlichkeit auf dieser Reise zu spüren, von Anfang bis Ende. Und da kommen mir gerade echt die Tränen, weil es wirklich eine einmalige Erfahrung war und ich bin sehr, sehr dankbar für jeden einzelnen Moment. Ich sage, ich bin sehr, sehr dankbar und sehr, sehr überrascht, sehr positiv überrascht. Positiv überrascht, wirklich. Und vor allen Dingen danke ich dir und auch im Wolfgang. Also du hast auch eine Art an dir, du kannst die Stimmung immer hochhalten. Superklasse, superklasse. Du kannst einfach die Stimmung hochhalten. Das ist unbezahlbar, unbezahlbar. Und was ich am allerschönsten fand, das war der Tag, wo fast nichts geklappt hat, als wir da auf die Insel gingen. Diese Gelassenheit zu üben und hoffentlich durfte ich auch etwas dazu beitragen, die Stimmung etwas hochzuhalten. Ansonsten kann ich jederzeit empfehlen, jedem, der sich dafür interessiert,
Kann ich jederzeit empfehlen. Wunderbar. Also Dankeschön. diese Reise, ich nenne sie mal die Reise meines Lebens. Sie war für mich sie begann für mich eigentlich vom ersten Moment an mit einer Herzlichkeit, mit einer Gastfreundschaft, mit einer Offenheit von den Menschen, die uns empfangen haben. Es haben alle meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich hatte auch vor vielen Jahren mit russischen Menschen zu tun und ich kannte deren Gastfreundschaft, aber das, was ich hier erlebt habe, ist einfach überwältigend. Überwältigend. Es war jeder Tag, begann schon morgens mit einem ganz besonderen Geschenk, ob nun in der Natur oder mit dem tollen Frühstück, wie das serviert wurde. Das war einfach toll. Und wir hatten viel Zeit zu genießen. Wir haben so viel gesehen. Und ja, wir haben die Insel kennengelernt, wir haben sie geliebt. Es war sehr emotional, der Abschied. Und der Berg selbst spricht für sich. Der ist einfach, er hat auf uns gewartet und wir durften ein bisschen teilhaben. Und am heutigen Tag hat er uns mit offenen Armen empfangen. Man kann es in Worte nicht schwer fassen. Aber letztendlich, als wir den ersten Abend in der Banja waren, mit Slava und er uns da vorher was erzählt hat und jeder seinen Wunsch äußern sollte. Ich glaube, die Barbara hat mir den nochmal gesagt, den ich gesagt habe, was für einen Wunsch ich habe. Und meiner war Liebe, Liebe, Liebe. Und das war's. Das bringt es eigentlich zum Ausdruck, dass wir alle hier davon naschen konnten in ausreichenden Mengen. Und wir haben so viel gelacht und wir haben so viel erlebt und das nehme ich mit. Reise meines Lebens. Und ich danke euch dafür von Herzen. Bin sehr, sehr dankbar dafür. Und Danke überhaupt dabei. Lass ihn nochmal richtig drüber. Ja, vielen, vielen Dank. Das geht dir von ganzem Herzen. Das tut da was. Danke dir auch. Ja, ich möchte ganz gerne anfangen, denn mein Herz, das fließt gerade über. Fließt schon die ganze Zeit über. Und es waren für mich seit langem die schönsten Tage, die ich erleben durfte. Und überhaupt in dieser Gruppe. Ich finde, ich habe mich so wohl gefühlt in dieser Gruppe. Es sind so wundervolle Menschen, die hier sind. Alle so geballt auf einem Raum. Das ist was ganz, ganz Großartiges. Auf das Land habe ich mich riesig gefreut und es hat sich von seiner schönsten Seite gezeigt. Und wenn es ginge, würde ich einfach hier bleiben und gar nicht mehr zurückfahren. Also ich habe mich wirklich verliebt in das Land. Es ist so herrlich und ich danke dir so sehr für das, was du uns hier geschenkt hast. Es ist großartig, auch heute auf dem Berg. Das war der krönende Moment noch von dieser ganzen Zeit. Es war so schön. Danke. Oh, bist so eine Tolle. Also du sprichst mir aus dem Herzen und ich möchte es nicht wiederholen. Aber ich kann es 3, 4, 5 Mal unterstreichen. Und liebe Jana, ich möchte dir wirklich danken, dass du uns das ermöglicht hast. Ich habe das erste Mal gelesen, als die E-Mail kam und sagte einfach laut, das muss ich machen, das muss ich machen. Das war für mich klar. Einfach irgendwie ohne zu überlegen, habe ich mich da eingelassen und es ist noch viel wunderbarer geworden, als ich mir geträumt habe. Und ich bin ja verliebt in die Berge und gehe gerne in die Schweizer Berge, die sind ja wunderbar. Aber ich muss sagen, Russland hat auch schöne Berge. Und du hast es
dir ist es gelungen, so wie du es wolltest, uns Russland wirklich ans Herz zu legen. Und ja, es, Russland ist wunderschön. Danke, danke, danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Das war so ein super Erlebnis. Ich nehme die Energie mit. Also ich möchte dir auch zuerst mal ganz, ganz herzlich danken für diese wundervolle Reise, für all die Erlebnisse, die wir hatten zusammen. Und es ist dir wirklich auf eine fantastische Art gelungen, uns dieses Land näher zu bringen. Und ich muss sagen, ich habe schon lange davon geträumt, Russland kennenzulernen. Und das war die schönste Art, dieses Land kennenzulernen. Und auch die Menschen, die da hinten sitzen, sind so herzlich und beeindruckend in ihrer Art. Ich denke auch, dass uns diese Reise noch lange begleiten wird. Auch die Eindrücke, die wir auf dem Berg gesammelt haben, es war wundervoll. Und ich habe auch bereits in einem Abstieg gemerkt, dass das noch sehr stark nachwirkt. Und ich denke, das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten so sein. Und ja, einfach ein herzliches Dank an dich und an die ganze Gruppe. Es war wirklich wundervoll. Danke. Jana, alle haben sich bei dir bedankt. Ich möchte noch sagen, deine ganzen Kollegen, Kolja, Slava, Irina, Vita, Artyom, deine ganzen russischen Kollegen, herzlichen Dank für eure wunderbare Arbeit und dass ihr uns so gut aufgenommen habt. Herzlichen Dank und Beifall für die russischen Freunde. Thank you.